umgesetzt, das haben Sie jetzt mitbekommen. Wir sind auf dem Weg nach Lüneburg mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. Wir müssen aber gleich im Vorfeld mal erwähnen, dass unser Zug nicht die übliche Geschwindigkeit fahren wird, die wir sonst haben, weil wir ja noch ein bisschen gucken müssen, ob da nicht noch ein bisschen Gehölz im Weg rumliegt. Aber wir bewegen uns auf die Heimat zu und das ist wichtig und wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt. Die Übung, die kriegen wir alle hin, da bin ich ganz zuversichtlich. Bloß wenn der eine oder die andere meint, wenn der Zug angehalten hat, jetzt muss ich mich in Bewegung setzen, das könnte ins Auge gehen heute. Und der nächste Halt, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, weil ich bin ja heute auch schon ein bisschen mehr geschlaucht, also sollte irgendwie mal Meckelfeld werden. Und dann wollen wir mal gucken, wie das klappt. Die nächste Möglichkeit wäre denn dran vorbei, denn ist Meckelfeld schon passé. Dann muss keiner mehr kommen und sagen, ich muss an Meckelfeld aussteigen. Wir können nicht umdrehen und fahren auch nicht zurück. Alles klar? So, dann mal viel Spaß beim Aussteigen. Sinn, weil sonst ist denn Maschen auch ein schöner Bahnhof, ne? Oder Bahnsteig oder wie man immer will. Das ist denn schon mal für diejenigen, die denn in Maschen raus müssen, ne? Also sie könnten sich denn jetzt schon mal nahtlos da anschließen, denn zumindest zur Tür zu kommen. Und für die Leute, die denn so abwinsen, die haben Vorteil, weil da ist der Zug denn eigentlich schon halb leer. Die kommen dann schon besser zur Tür. Das ist denn immer das ist immer der Bonus, den die Leute haben, die denn so Richtung Lüneburg wohnen. Die können sich denn immer bequem denn zur Tür begeben, ohne Anstrengung, ohne Stress. So, Bahnsteig kommt, Ausstieg in Fahrtrichtung links, das ist da, wo der Daumen rechts ist, also das andere rechts nehmen, ne? Damit wir denn die richtige Tür erwischen. Nicht, dass da wieder einer steht, die Tür geht nicht auf.